ab, ich sage ihm, was Sache ist und dass wir das nicht akzeptieren. Wir nehmen dann müssten wir aber alle in einen Channel gezogen werden. Ja, jetzt gibt es auch noch einen Protest von der Polizei. Korrekt, ich habe recht. Sag die Sache, was Sache ist, dass wir uns beschweren möchten, dass wir keine Lust mehr haben. Die ganze Polizei, LSPD, aufgezogen wird, natürlich halten wir unsere Klappe, ja, so wie in einem Supportergespräch, und dann wird einfach mal genau ganz klar gesagt, was die Sache ist. Ja, genau, weil so kann das nicht weitergehen. Kenny Burns, moin moin, ich bin schon, ja, seit der Alpha-Phase vom Server bin ich schon hier, aber erst seit 1,5 Wochen im Dienst des PDs. So gemacht sind und weil die denken, die wüssten immer wir sind auf Schreibweisert, richtig, weil also, der Protest sich gegenüber... Der Lensch zieht es immerhin, mal ganz ehrlich. Gab es überhaupt eine Situation mit dem Lensch, wo der Lensch nicht gesagt hat, dass die Polizei unfähig ist, unkompetent bitte, ist? Bitte nicht darauf eingehen jetzt im Stream. Bitte. Das ist jetzt wieder, die Leute sind ein bisschen aufgewühlt, ein bisschen aufgebracht und hauen Sachen raus, die nicht sein müssen. Und das sag ich als Polizeikollege. Ja, das werden wir ja von dem Herrn Lensch wahrscheinlich selbst in der GoPro angucken. Oder vom Curtis. Ja, das war der Lensch. Wollen wir uns gleich erstmal alle im Pausenraum treffen? Ein Match Non-Prime gezockt, ja. Moin, Meriton. Moin. Schön, wir hören was von CSGO. 42 Kills, 6 Tode. Haben Sie alle den Freispruch gelesen, wo wir noch so zusammenstehen? Nein, Moment, wir müssen jetzt mal erklären. Nein, Chiller Dirk, du musst dir auch keinen Kopf machen. Wie gesagt, sollte ich das, wenn ich das selbst mitlese, entweder übernimmt das jemand der Mods hier oder ich selbst dann halt, dann wird halt ja, direkt der Platzverweis, ne, erteilt, wie wir jetzt in unserer PD-Sprache sagen würden. Die wir euch verboten haben, dass wir überhaupt was machen. Genau. Wir sehen es nicht ein, wir sind hier. Das wird einfach alles zerstört. Macht mal den Kreis ein bisschen größer. Ja, okay, alle weg! Also, jetzt mal ernsthaft, ohne Scheiß, wir haben alle Spaß an der Sache, aber das, was der Lensch macht, ist einfach nur... Filzfutter, Sony, Kenny Burns, Liffirell, vielen Dank für die Follows, herzlich willkommen. Ja, richtig. Hamia Shavida, so wie ihr es in meinem Beitrag im schwarzen Brett gelesen habt, habe ich in der ganzen verschissenen Zeit im Hintergrund schon wieder rumgekotet und danach Möglichkeiten zu Cookie hier. Halt auf zu followen. Der hat versucht, das auf fritösen Wege zu klären, die andere Leute nicht mal eingefallen wären, sprich Brandschutzverordnung, alles mögliche, es wurde alles abgeschmettert. Ich war sogar schon in der Küche oben, weil ich die ganze Zeit unterhalb vom Asphalt lang marschiert bin. Dann habe ich noch eine Nachricht bekommen, was mir anderen Chief zugetragen wurde, wo explizit halt drin stand, dass es die frittieren gegen die Polizei, ja, wenn wir eingreifen, gewaltsam, darunter fällt halt auch Tränengas oder Schlagstöcke oder sonst irgendwas, sind mir die Arschlöcher. So, deswegen habe ich dann versucht, die ganze Zeit wieder effektiv aufzuwachen. Wo ich dann endlich mal wieder wach war, sind wir hier hingefahren, weil wir eigentlich noch einen anderen Einsatz hätten. Hab zu Hightower gesagt, schick alle hier hin. Ich hab den, Leute, beruhigt euch, Zeit. Alerts sind aus. Hab ich gerade deaktiviert, kommt nichts mehr. Ihr müsst uns halt auch keine Sorge. Weil wir erstmal alles irgendwie durchsetzen müssen. Das Problem ist, ich verstehe sie vollkommen, aber das ist eine Unverschämtheit, was Lensch macht. Dass er damit durchkommt, das ist lächerlich. Ja, das zerstört alles komplett. Guck mal, ganz kurz. Das geht jetzt schon seit 3-4 Wochen, seit das ich weiß gar nicht, oder ist es. Nee, es sind schon 3-4 Wochen, oder? Ja, das ist ja. Seit 3-4 Wochen. Tagtäglich vom PD. Dummgelaber, teilweise Beleidigungen, wenn Leute von uns an vorbeilaufen oder nicht nur an ihm. Er hält sich ja ein bisschen zurück, es sind ja dann nur so diese Spitzen, aber ich sag mal, dann seine Leute, wo da dabei sind, oder wenn er sich irgendwelche Leute, die rauskommen, Zivilisten krallt, denen sagt, wir sind inkompetent, Vollidioten, können nichts, hinten und vorne. Das ist halt, das geht halt nicht. Wir haben das auch schon angesprochen, wir können ja nicht mehr tun, wie die Sachen ansprechen, vorlegen. Wir versuchen es auf Rösti-Pommes-Art und wir können das selbst auf Rösti-Pommes-Art gar nicht dann machen. Vielleicht wird dann mal Zeit geschlossen zu sagen, dass wir nicht mehr in den Dienst gehen, wenn es nicht genau. Wenn es nicht endet. Wir haben keine Lust mehr. Ich habe schon mitbekommen, dass manche Bürger demnächst eine Initiative auf dem schwarzen Brett starten wollen, wo explizit das Einreisevisum vom Herr Lensch quasi nichtig gemacht wird. Wenn das so weit kommt, werden wir einen Teufel tun, euch zu verbieten, dass ihr in der Initiative mitmachen dürft. Das wird nichts bringen, weil einfach das Problem ist, seine scheiß Augen. Das ist das Problem. Deswegen hat er auch die Zusage dafür bekommen. Augen. Das ist unfair gegenüber den allen Menschen, wo hier sitzen. Wir sind alle Personen und der Lensch steht einfach oben drüber, weil das Epsilon-Programm sich nicht traut zu sagen, nein.
Weil es einfach, sorry, dass ich sage, Pussys sind. Wo einfach alles zustimmt. Nein. Und das ist no. Nein, wenn wir jetzt unsere Neutralität verlieren, ja, dann haben sie uns genau da, wo sie uns haben wollen. Richtig. Ich bin vorher explizit nicht auf Lynch zugegangen, sondern mir in einem Hintergrund geguckt. Wir müssen erstmal die Anwälte da rausschaffen, dann müssen wir die Gefangene wegschaffen, dann mussten wir euch wegschaffen. So, ein Gespräch mit Lynch interessiert mich nicht, weil von ihm sowieso das Gleiche kommt. Sorry Leute, kann ich nicht weitermachen. Ich werde den Stream muten. Ich wusste nicht, dass... erstens wurde hier nichts von angekündigt. Tut mir leid, aber das, ich glaube, das ist nicht mehr für die Ohren von Zuschauern bestimmt langsam. Nehmt's mir nicht übel, ich glaube, ihr könnt mich da verstehen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass hier solche Sachen jetzt fallen, um ehrlich zu sein. Das war auch gar nicht abgemacht hier, diese Besprechung oder sonst was. Tut mir leid, nimm's mir nicht übel, ich werde mich dazustellen, ich werde aber den Stream muten. Ihr werdet die Leute nicht hören. Okay, also ich habe selbst, sage ich auch jetzt nochmal hier extra für die Dashcam-Aufnahme, ich wusste nicht, dass hier sowas gerade fällt. Ach du heilige Scheiße. Ich werde weiterhin hier bleiben, aber sorry, versteht mich da bitte. Ich habe vor nichts Angst. Ich habe vor nichts Angst, aber ich habe langsam das Gefühl mehr, dass diese Besprechung hier, was auch immer das ist, halt nichts mehr für die Öffentlichkeit ist. Es wurde nichts geäußert, zwecks ob Stream erlaubt ist oder nicht, aber ich habe das Gefühl langsam, dass es nicht mehr dafür geeignet ist, weil es schon fast wie eine interne Besprechung ist gerade. So, wir machen da auch jetzt mal einen kurzen Hack. Wer jetzt hier anfängt mich zu haten, weil ihr einfach neugierig seid, um das Ganze zu erfahren, macht mal halblang, okay? Ganz, ganz ruhig. Kommt einmal wieder, ne, auf den Boden zurück. Und beruhigt euch mal. Versteht es einfach, dass ich jetzt hier nicht dran schuld sein will, weil irgendwelche Sachen an die Öffentlichkeit geraten, die vielleicht nicht für die Ohren von anderen bestimmt sind. Ihr habt gerade schon eine krasse Information oder eine krasse Sache gehört. Und ich habe langsam das Gefühl, es hat nichts mehr damit zu tun, dass das wirklich, das betrifft gerade das PD, das betrifft gerade die Leute, die hier auf diesem Server spielen. Und beruhigt euch da mal ein bisschen, okay? Danke nur. So. Ich kann euch sagen, es war jetzt auch nichts Großartiges mehr, aber ich hab lieber, was war mir so lieber. Bin groß, ich muss da hinten. Jetzt wird ein Gruppenfoto gemacht. Ich will auch hinter. Keine Ahnung warum. So, jetzt hast du schon genügend hinten, jetzt die vordere Reihe. Ja, komm, dann setz mal hier welche hin. So, mal runter. Vielleicht hast du hier den Chat, Mauer, ja, Chiller Dirk, aber ich stehe dazu. Wenn, ja, komm, wie gesagt, wer es nicht respektieren kann, dass ich sage, dass das, was ich hier gerade höre, nicht mehr für die Öffentlichkeit bestimmt ist, weil es die Leute betrifft, die hier auf dem Server spielen. Und der das nicht akzeptieren kann, der ist hier falsch. Der ist hier falsch. Da habe ich kein Problem mit, muss den Leuten nicht passen. Das ist aber, weil halt meistens Leute... Meistens Leute, die einfach so neugierig sind, so, dass sie nicht damit leben können, dass jemand eine Entscheidung halt macht. Der eine bitte hier noch vorne hinsetzen. Schnell, 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 schnell. Hey, schnell, 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 schnell. Hinsetzen. Oh, Leute. So, die hintere Reihe salutieren. Der vordere muss sich umsetzen. Nach hinten gucken. Hinsetzen, nach hinten gucken. Ja, Alter, sie haben einen. Ich werde das gleich nochmal abklären. Ich werde das gleich nochmal abklären mit dem Herr Luko. Wir müssen uns angucken und dann hinsetzen. So. Macht euch da keinen Kopf, ich werde da nochmal fragen. Hinsetzen! Angucken! Andersrum! No. Oh mein Gott! Du musst zu den Leuten gucken! Sieht zwar scheiße aus, aber Fakt, egal. Das ist trotzdem ein lustiger Haufen. Hoch mit den Händen.